Und damit auf ein neues, neue Folge von Let's Play Genshin Impact. Und wer hätte es gedacht, dass wir da mal hinkommen? Part 100 Party! Haben auch einen Gast, der auf der Party ist. Hallo, hallo. Und ja, ich glaube, Jan flippt gleich richtig aus. Der kann es gar nicht mehr glauben, was hier abgeht. Aber ich glaube, Jan will nicht, Weiß dass. nicht. Jan will, glaube gar nicht, dass das das erste Let's Play ist mit 100 Parts. Nee. Warum muss das alles mit dir alleine sein? Sie sind doch hier. Ja, ich war jetzt zweimal dabei, das zählt nicht. Nein. Das zählt nicht. Ja, ich mache aber auch nebenbei meine Hauptstory weiter, weil ich bin immer noch nicht weit, deswegen ja. So, wir machen heute und wahrscheinlich auch die nächsten Parts Pracht des Lila Gartens. In Inazuma steht gerade ein großes Fest namens glorreiches Irodori-Fest vor der Tür. Details. Bla bla bla. Oh, wir müssen hier verschiedene Sachen machen. Dann können wir hier noch mehr machen. Ja, es ist ja verrückt. Gibt ja auch Sondergäste, wie es aussieht, die man einladen kann. Das ist alles sehr kompliziert hier. Wir sollten jetzt erstmal mit Catherine reden. Die gute Dame, die gefühlt wie Schwester Joy ist, die es überall gibt. Aber man weiß nicht, ob sie gleich ist oder ob sie ihre Schwester ist. Echt blöd. Ja, Jan, mach Schwester Joy weiß man das doch, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Das ist halt so ein Thema. Ja, aber es gab mal eine Folge, wo man ganz viele von denen gesehen hat. Ja, was mit Fotos und so. Aber das Ding ist, das ist halt nur im Anime so angesprochen worden. Ich glaube in den Games ja. Nie. Nee. Aber ja, Jan macht die Story. Jan muss, glaube ich, gerade mit ein paar Leuten reden. Ja. Aber. Ja, da gibt's gleich wieder mehr Action. Hallo, Catherine. Wir haben gehört, dass du eine neue Mission für uns hast. Das ist richtig. Es gibt einen Auftraggeber, der einen bestimmten Auftrag exklusiv für euch beide erteilt hat. Ein Auftrag exklusiv für uns? Das muss doch ziemlich wichtig sein. Was für ein Auftrag ist es denn? Keine Sorge, der Auftrag ist diesmal nicht gefährlich. Wie du vielleicht schon gehört hast, findet in Inazuma in naher Zukunft ein großes Fest namens glorreiches Irodori-Fest statt. Hurra, ein Fest! Stimmt ja, wir waren noch nie auf dem Fest in Inazuma. Das stimmt ja nicht mal. Na gut. Das Fest von Yaimiko und der Yashiro-Verwaltung wird vorbereitet und Yaimiko hat auch euch beide um Hilfe gebeten. Miko hat eine Menge verrückter und wunderbarer Ideen im Kopf und es wird Spaß machen, das Fest zu leiten. Okay, wenn ich gleich zum großen Narukami schreien und finden heraus, was ein Auftrag sie uns geben will. Ihr müsst also nicht den ganzen Weg zum Schreien gehen. Ja, ist jetzt im Verlagshaus in Hanamisaka. Oh Gott. Und sagt mir, ich soll euch sie dort treffen lassen. Oh, das ist ja praktisch, dann lass uns gehen. Warum sind eigentlich gefühlt 80% der Charaktere weiblich? Ist nicht gut für meine Stimme. Ach, stell dich nicht so an. Ja, vor allem, ich kann auch nicht so viele weibliche Stimmen machen. Oh, Jan hat gerade richtig krasse. Ja, nicht. Szene. Wie, ich muss das nicht. Wir haben noch den Anspruch hier. Ich kann doch nicht jedes Weib sich gleich anhören lassen. Und du machst bei einer Person gefühlt drei verschiedene Stimmlagen, ja. Ja, ich kann das nicht. Ich vergesse das irgendwie immer wieder. Aratani, Kuroda, wie ist es bei euch? Alle Bücher und Einzelaufträge für den Druck wurden gestern Nachmittag im Verlagshaus Yae schon gebunden und verschickt. Gut, und bei Murata? Ja, bereits eine Nachricht von Alter, die Namen. Alpecuso und Fahrtwind bekommen, dass wir Materialien für Wiedergeboren als Shogun Raiden mit unbegrenzter Macht und Bitte an die Kitsune Gucci von sind. Gut, und du, Onodera? Onodera? Oh, ja. Oh, die Vorbereitungen für die Veröffentlichung der neuen Ausgabe sind so gut verlaufen. Onodera? Du bist derjenige, der den Plan für die Veröffentlichung ausarbeiten muss. Mit anderen Worten, du bist unser General in dieser Sache, also zeig bitte etwas Selbstvertrauen. Außerdem gibt es keinen Grund, nervös zu sein. Das Projekt wird ein großer Erfolg werden. Ich bin da sehr optimistisch. Ich habe dir 2 Tage freigegeben, also nimm dir etwas Zeit, um dich auszuruhen. Schließlich wirst du am Tag der Veröffentlichung sehr beschäftigt sein. Wie, welcher Drache? Was geht ab?
Oh yeah, Drache wurde umgebracht. Nein. Gut, jeder ist für seinen Auftrag im Klaren. Die Zeit drängt. Handelt jetzt los. Hopp, hopp, hopp. Da können wir natürlich auf ein anderes Let's Play von uns verweisen. Die Frage ist, ob das schon ist. Was, hopp? Ach, hopp. Ich hab gedacht, das war jetzt auf Drache wurde umgebracht. So. Also, das theoretisch auch. Hallo, ihr Kleinen, ihr habt wohl meinen Auftrag angenommen. Hey, du Miko, du kehrst nicht mal zum großen Narukami-Schrein zurück, wenn dein Fest ansteht. Es gibt tolle Erzählungen. Du hast doch nicht etwa die ganzen Festvorbereitungen auf uns abzuladen, oder? Wenn das so ist, kannst du das vergessen. Palmer wird einen solchen Auftrag nicht annehmen. Meine Güte, so harte Worte. Es tut weh, so etwas von euch beiden zu hören. Aber wie ihr seht, arbeite ich hier wie ein Pferd für das Fest und ihr sagt, ich mache meine Arbeit nicht? Meine Lieben, wer hat euch gesagt, dass das Fest mit dem großen Narukami-Schrein zu tun haben muss? Ist das nicht der Fall? Wir sind schließlich in Inazuma. Das stimmt, aber jetzt nach der Aufhebung des Sakoko-Dekrets ist Inazuma nicht mehr dasselbe Land, das einst bestrebt war, unverändert zu bleiben. Also beschlossen wir, anstelle des traditionellen Festes eine internationale kulturelle Veranstaltung zu schaffen. Noch komplizierter kann man Sätze nicht komplizierend machen. Die ganze im Zeichen von Inazuma steht, aber eine ganz eigene Note hat. Ich denke, ich sollte euch zuerst erzählen, wie das Irodori-Fest entstanden ist. Die Legende besagt, dass es in der alten Zeit 5 Dichter gab, die gut singen und schreiben konnten, und als die 5 Kasen bekannt waren. Jedes Jahr schickte einer der 5 Kasen einen von ihnen aus, um dem Shogun eine Sammlung von Gedichten, die von den 5 geschrieben worden waren, vorzulegen, was dann Diskussionen über diese Werke in der ganzen Gesellschaft anstoßen können. Dank ihnen blühte auch die Kultur Inazumas zu dieser Zeit auf. Im Laufe der Zeit begannen die Menschen, verschiedene Geschichten zu erfinden, die auf den 5 Kasen basieren. Dann stand auch das Irodori-Fest, um sich für ihre Werke zu bedanken, die unser Leben so sehr beschert haben. Das klingt nach einem Fest, das wirklich tief in der Kultur verwurzelt ist. Nun, in der alten Sprache nennt man das wahre Eleganz. Es ist schade, dass die 5 Kasen und dieses Fest im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Deshalb bin ich entschlossen, das Irodori-Fest wiederzubeleben. Eine Ausstellung zum kulturellen Austausch mit Schwerpunkt auf kurzen Erzählungen. Moment, kurze Erzählung? Bitte hör auf, mit diesen verblüfften Blicken uns mich anzuschauen. In alten Zeiten waren Gedichte der letzte Schrei, aber heutzutage sind kurze Erzählungen das Mittel der Wahl. Es kommt nicht auf die Form an, sondern auf die Schöpfung selbst. Meine Güte, Mädchen. Wenn wir schon dabei sind, denkst du nicht auch, dass der Kern vom Fokus auf die Gegenwart gut zu Inazuma passt? Das ist eine großartige Gelegenheit für Teyvat, Inazuma durch kurze Erzählungen wieder kennenzulernen, also ein doppelter Gewinn. Das war knapp, wenn du Palmon nicht gewarnt hättest, hätte Palmon durch Mikos Unsinn noch den Kopf verloren. Miko, du kannst uns nichts vormachen. Und nach dem, was wir über dich wissen, hast du diese Entscheidung definitiv aus persönlichem Interesse getroffen. Oh, ich verleugne mein Hobby nie. Doch egal, ob es sich um Romane oder Rituale handelt, es ist ein Muss, die Aufmerksamkeit der Menschen mit einem neuartigen Konzept zu wecken. Bist du nicht neugierig, welche interessanten Dinge... Was machen sie? Ich wollte gerade voll schleichen, dann habe ich gerade genau in die Augen geguckt, dreht sich um und geht wieder weg. Auf dem Irodori-Fest sehen kannst. Was muss man gerade machen? Ja, der wurde getötet und jetzt suchen die den den. Ja, dann wir schleichen uns weg. Du bist verdächtig. Wir treten auf Glas und wurden gefunden. Und rennen weg. Nein. Ui. Man hat doch gesehen, wer das war, oder? Also in der Sequenz, glaube ich. Und nee, der ist aber von oben runter geflogen. Abgestürzt. Man kennt ihn. So. Was gibt's hier zu tun? Ich werde das jetzt einfach nicht alles vorlesen, wenn das. Ich dachte, es wären ja so Minispiele, aber wie es aussieht, ist diese Quest mehr als ich dachte. Geh zum Veranstaltungsort vom Irodori-Fest auf Rito. Ja. Ich werde das alles für euch kurz fassen. Jetzt gibt es nämlich die Kurzfassung. Ja, während des Fest ist alles so toll und ja, hier werden nicht nur Romane ausgestellt, es gibt ja auch Essen und das ist toll. Das ist kein normales Fest, das ist richtig crazy. Es gibt sogar Tafeln, wo Leute was draufschreiben können. Und da kommt der Ayato, den ich ziehen will, Hayo Kamisato. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Nee, es ist 2 Stunden her vielleicht. Vorbereitung ging gut voran.
und sie brauchen Hilfe. Boah. Sie brauchen Leute, die sich hier auskennen. Ja, ich kenne mich bestimmt sehr gut aus. Also ich bin Profi. Ankunftsplan. 2 Tage vor der Eröffnung. Informationen über das Schiff und die Gäste. Großes Passagierschiff, Barden aus Mondstadt, der Maler Kalax und seine Familie. Voraussichtliche Ankunftszeit 8 Uhr. Tag nach der Eröffnung. Informationen über das Schiff und die Gäste. Großes Passagierschiff, Passagier. Kalligrafen, Maler, Spieler des Theaters der Vorrichtung aus Liu und der Schriftsteller Zhen Hu. 10 Uhr. 2. Tag. Großes Frachtschiff, Zwischenstopp, eine Person. 10 Uhr. Der Tag nach der Veröffentlichung der neuen Ausgabe. Kleines Passagierschiff, 2 Personen, voraussichtliche Ankunftszeit 10 Uhr. Nun, es ist schon spät und ich habe eine Besprechung mit der Redaktion. Also ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, und das Fest halten sich die meisten Redakteure im Verlagshaus auf. Also macht euch auf. Wir werden uns jetzt auch aufmachen und ich überlasse euch, es die Gäste zu empfangen. Ankunftsplan, ja danke. Die mysteriöse Geschichte von Saiku, dem Trunkenbold. Das ist, glaube ich, nur ein Synonym für Jan. Nee. Warte mal, zwischen 6 und 8 Uhr sollen wir jetzt warten. Okay. Ich will den Grafen haben. Ja, magst du den? Ja. Ja, der ist schon ganz cool. Geh zur Anlagestelle von Ritor. Der ist Geo. Du hast, glaube ich, noch keinen guten Geo, kann das sein? Ich habe irgendeinen komischen Schwerkämpferin. Oh. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. Meinst du nicht Speer? Junjin. Ja, habe ich das nicht gesagt? Du hast Schwert gesagt. Ich meinte schon. Ja. Oh, Sequenz. Boah, heftig. Es ist so damals wie beim ersten Part, als wir hier angekommen sind. Heieiei. Lange her. Ah, ihr seid wegen das Iridori-Fest vom Mondstadt nach Inazuma gekommen, nicht wahr? Wir sind die Festführer und werden euch auf die Insel begleiten. Ja, wir sind alle Barden von Mondstadt. Ich habe gehört, dass sich Inazuma in letzter Zeit sehr verändert hat und ich hoffe, dass wir ganz viele Inspirationen finden für unsere Gedichte. So, dann kommen Sie mal bitte mit, ja? Ja, Palmer, du musst mir jetzt nicht zulabern. Die Leute, die wollen jetzt, dass wir... Oh, guck mal, wer ist denn da? Klee. Ehrenritter, Palmon. Ja, du bist ja auch hier. Ich raste aus. Wunderschön, dass du hier bist. Und Albedo auch. Ich werd verrückt. Albedo mochtest du, glaube ich, auch. Weiß ich nicht. Ich wollte ihn gerne haben. Weil ich ihn kenne, der ihn gerne mag. Das sah schon interessant aus. Ja, der ist, glaube ich, auch Geo. Geht zur Internationalen Handelsvereinigung. Ich fliege im wahrsten Sinne des Wortes. Hui. Alter, das ist voll cool hier. Das sind ja so Banner mit Yaimiko, mit Shogun Raiden. Ist richtig Party hier. Ich kenne keinen davon, aber bestimmt. Ja, das sind beide aus Inazuma, die kennen sie nicht. Raiden ist dieser Elektro-Archon, den ich habe. Die blaue Frau. Und ich meine nicht Avatar, alles gut. Oh mein Gott, ich bin fast tot, was ist denn da los? Oh, es ist so schön hier, oh, ich habe das eigentlich noch nicht gesehen, oh mein Gott! Na, langsam erklären will ich die anderen an. Na, ich weiß wirklich nicht, warum die so unterwegs ist, aber... Na, seltsam. Ja, die sind noch nicht hier, das stimmt, das geht aber ab, also ihr solltet euch ein bisschen umsehen. Ah, ich kenne nur Namen dafür, ich kenne den Namen, ja... Die 5 Kasen sind wohl echt in Vergessenheit geraten. Übermorgen? Ihr wollt übermorgen schon wieder gehen? Alter, Klee guckt sich einfach alles um. Hier, die ist gefühlt hier hyperaktiv und... Ja, da ist was und da ist was. Oh mein Gott, und da ist noch was. Ja, wir sollten den Chefredakteur suchen. Okay. Ja, ich habe mir alles angeguckt. Super toll. Geh zum Veranstaltungsort der Agentur für Auswärtige Angelegenheiten. Alter, das Amt des Auswärtigen.
Du musst dir vorstellen, Inazuma ist halt so eine richtig abgekapselte Insel. Da kommt keiner hin, da darf auch keiner hin eigentlich. Und wenn, dann brauchen die einen richtig krassen Passierschein, dass sie das dürfen und Aufenthaltsgenehmigung und so. Ich weiß, bin beim komischen Hirsch. Oh ja, das ist der Chef da, das ist diese Tiergeist oder so. Da gibt's noch mehr von, da gibt's glaube ich Piranha und Krani und so. Aber du bist auf einem guten Weg. Nee, aber das ist echt wie Wano Kuni in One Piece. Das ist halt auch so ein abgeriegeltes Land, wo du eigentlich gar nicht hinkommst. Ist nicht in der Weltregierung drin und du kommst eigentlich auch gar nicht hin, weil da gefühlt Sturm ist und du musst einen Wasserfall nach oben und ja, es ist crazy. Hier zum Lager in der Nähe der Anlagestelle. Gehen ins Lager. Oh, wer ist denn hier? Kujo Sara, ne? Venti! Alle sind alle hier. Es geht ab. I'm here on behalf of... No, Sara, so! Considering, as I've told you, you are a suspect. Alle ist verdächtig. Nein, Venti. Was hast du getan? Ja, hier hat niemand was geklaut. Alles gut. Although he claims to be a spe- and just a moment ago. Warum sieht das Spiel schön aus? Ich mag das nicht. Hey, warum denn? Darum. Warum stört dich das, ey? Was geht denn jetzt ab? Ich sag ja, das sieht gut aus. Und wie gesagt, die Story wird halt auch noch richtig cool. Ja, aber ich habe die Story bisher nicht verfolgt. Und wenn ich jetzt anfange, die zu verfolgen, macht das auch nicht mehr so. Warum? Ich habe auch erst bei dem anderen wieder angefangen mit der Story so richtig. Also. Ich habe bei Inazuma angefangen, das ist nur ein Kapitel weiter als du. Das, was davor passiert ist, das kann man ganz gut zusammenfassen, das geht schon. Müsstest du dir nur so ein Zusammenfassungsvideo angucken? Oder ich erkläre es ihnen. Kannst das gar nicht. Warum? Weil ich das entschieden habe. Okay, so ist das also, wird mir über den Kopf entschieden. Nur weil sie größer sind, heißt das nicht, dass sie das tun können. Doch. Siehst du doch. Ja, als ob diese Entscheidung jetzt festgemeißelt wäre. Oha, seine Schuhe. Warum ist Xiao fast tot? Das nervt mich. Hä? Du kannst nicht einfach kämpfen und denken, so, ja, der lebt jetzt einfach. Ja, und die anderen sterben nicht, nur der. Naja, gegen was kämpfst du gerade für Gegner? Ja, jetzt gerade gegen gar keinen mehr und eben waren das nur diese komischen Wachen. Ah, kommt drauf an, was das für ein Element ist. Jeder Gegner hat ein Element. Element Wache. Was? Element Wache. Nein. Informationszusammenfassung der 5 Kasen. Ja, Leute, hier, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich werde es nicht vorlesen. Aber alleine, wenn ich schon die Namen lese. Die 5 Kasen sind Suiku, Aoi no Okina, Akahito, Sumisome und Kuronushi. Ja. Wenn ihr irgendwelche Infos sind, die wichtig sind, dann... Nee, kannst du mir ernst? Nee. Nicht jetzt. Ja, das sind wichtige Infos, die solltet ihr euch merken und es wird euer Leben bereichern. Dankeschön. Wo willst du denn hin? Venti? Oh, da ist was Interessantes. Sprich mit Venti. Mann, wo ist er denn? Wen suchen sie? Fürst des fließenden Wassers und aufgetürmten Bergen. Ist das nicht auf der Karte? Es ist ein Bereich, aber ich sehe ihn. Tja, vielleicht musst du irgendwas ansprechen. Du solltest immer schön mit allen Sachen interagieren. Kann sein. Ist das da, wo so ein Tisch ist? Mir ist kein Tisch, aber ich glaube, ich habe es gefunden. Okay. Der Schatzräuber. Uha.
eines Jahres ging Suiko zum Toshikaku für einen Audienz. Er bot dem Shogun eine Sammlung von Gedichten an. Es kam unerwartet, dass eine Seite des Aoi-no-Ekai geschriebenen Gedichts herausgerissen worden war. Suiko wurde also als Kreuzfeuer genommen. Suiko verneigte sich und nahm die Schuld auf sich. Er berichtete, dass er gestern Abend in einem Weinladen viel getrunken hatte. In der Trance schien sich seine Gestalt zu nähern. Cool. Schöne Sequenz. Wie von Albedo erwartet, wurde das erste Gemälde rechtzeitig vor Öffnung des Irodori-Fests fertig. Oh, wie hübsch. Es ist so schön, es ist toll. Es ist crazy. Was kommt als nächstes? Aoi Noikina. Er will anfangen, okay. Los. Erzähl die Story. Akt 1 abgeschlossen. Oh, sehr gut. Gehen jetzt ab. Glorreiches Irodori-Fest. Start. Auftrag. Irodori Poesie Teil 1. Hey, da ist ja noch eine Quiz. Ach, das ist die Quest, die ich meine. Sprich mit Otomo. Nicht Mitomo, ich muss mit Otomo reden, okay? Kriege ich hier schon eine Belohnung? Gar nicht mehr. Oh, das kann ich mir neulich mal wieder angucken und dann habe ich gesehen, dass es irgendwie schon seit Jahren abgeschaltet wurde. Nein. War nur ein bisschen enttäuscht. Könnt ihr doch nicht machen. So, was können wir bei Ihnen helfen? Was muss man machen? Otomo. Thema, Gedicht schreiben. Kannst du mir helfen? Fotos? Ja, Fotos machen wir. Alla, Fotos. Wenn ein Reisender die Landschaften in einem fernen Land sieht, kann er nicht anders, als sich in sein eigenes Land zu erinnern. Deshalb möchte ich einige Elemente in meinem Gedicht einbauen, die diesen fernen Ort symbolisieren. Nimm Bilder von regionalen Besonderheiten in Inazuma auf, damit man daraus Inspiration schöpfen kann. Dichter, kannst du... Bereite 4 Bilder zum Thema der regionalen Spezialitäten von Inazuma vor. Ja, okay, gib mal mir wenigstens so ein paar Tipps, wäre schön. Kann ich das bekommen? Fortfahren. Vier Bilder zum Thema der regionalen Spezialitäten. Mhm. Alter, eine regionale Spezialität. Warte mal, muss ich nochmal mit dir reden oder darf ich das jetzt einfach machen? Ich sollte erstmal mein Fotoapparat ausrüsten, das wäre glaube ich eine Methode. Fotoapparat hier. Ah, guck mal, das ist doch voll die regionale Spezialität hier, oder? Naja, was tue ich? Reicht das? Ist das eins? Nein! Wie viel kann man jetzt eigentlich ziehen? Ich kann trotzdem nur einmal ziehen. Ja, komm, einmal machen wir für den Part. Das ist. Come on! Ja, war klar. Nein! Wenn wir beim nächsten Mal wahrscheinlich mehr Glück haben, hoffentlich. Das ist so spannend, ich muss Bernstein zerschlagen. Was kommt dann da raus? Weiß ich noch nicht. Ich soll irgendeine Person retten, aber ich weiß nicht, welchen Bernstein ich machen soll. Hier ist alles voll. In irgendeinem ist eine Person eingeschlossen. Oha.
kann man denn hier alles machen? Das ist ja verrückt. Party! Ist denn das jetzt immer noch hier angedotzt? Ach, hier ist es. Ich will regionale Spezialitäten fotografieren, also zeigt mir jetzt mal welche. Inazuma. Ist das hier? Alter, eine Dämmerfrucht und eine Möhre. Ich würde aber sagen, das war's für diesen Part. Und im nächsten Part werden wir hier weitermachen. Und ich werde mich informiert haben, was das mit diesen Spezialitäten auf sich hat. Und diese ganzen anderen Quests werden wir auch weitermachen. Und wir werden wahrscheinlich ziehen. Also, ihr solltet beim nächsten Part auch wieder einschalten und nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.